Willkommen zur letzten Hotlap der 2021er Formel 1 Season. Wir sind diesmal in Abu Dhabi, den Vereinigten Arabischen Emiraten. 2009 gab es das Debüt der Hermann-Tilke-Strecke. Es gibt, ja, einen mit den meisten Wins. Das ist Lewis Hamilton, wie auch eigentlich an vielen anderen Strecken. Viermal konnte er bis jetzt 2004 gewinnen. 5281 Meter, 16 Kurven. Dabei sind 9 rechts und 7 links und 58 Runden sind heute hoffentlich zu bestreiten und die hoffentlich fair und gesittet ablaufen. Hier haben wir nochmal die Strecke, die wurde ein bisschen geändert, unter anderem nach Sektor 1, die Hahnadelkurve wurde geändert. Wir haben zwei DRS-Zonen und auch Kurve 11 bis Kurve 14 wurde eine komplette 100, also eine komplette Linkskurve. Das ist der Yas Marina Circuit und wir beginnen hier mal mit dem Red Bull, standardgemäß. Es ist auch das schnellste Auto, was ich finde und es sagt auch die Welt der Hotlap. Wir ist oft mit Red Bull gefahren, abonniert gerne den Channel kostenlos, schaut auch gerne auf Instagram und vor allem gerne auf TikTok, weil da kommt echt viel Stuff online die letzte Zeit und ich möchte das natürlich beibehalten. Also folgt uns gerne, wir sind fast 10.000. Die erste Kurve, sehr, sehr tricky, eine 90-Grad-Kurve, der Exit ist vor allem wichtig, aber den schaffe ich nicht immer optimal, man muss nämlich den Curb halb treffen, nicht komplett. Kurve 2, 3 und 4 ist eine meiner Lieblingspassagen, wenn du die perfekt triffst, dann kannst du dich auch ein bisschen weiter raustragen lassen, dann kannst du hier echt viel Zeit gut machen. Hier nochmal in der Replay, man berührt hier ganz leicht den inneren Curb und dann beim Rausbeschleunigen Vollgas durchtreten. Hier wird dann mit der Formel 1 gerade weitergefahren. Wir müssen noch abbiegen in die Schikane. 5 und 6, die habe ich nicht optimal erwischt. Ich bin noch in den Track Limits geblieben, aber war jetzt nicht so optimal. Die Kurve 7, auch eine Klasse für sich. Hier haben wir nochmal die Kurve 7. Echt cool beim Rausbeschleunigen. Aber hier gibt es ein paar Linien, die einen ans Ziel bringen. Für mich ist die beliebteste ganz weit außen anfahren, innen. Also fast gerade durchfahren, das ist so meine. Hier ist dann die erste DRS-Zone, die ja, hat gestern auch bei Windschattenspielen und so weiter für Furore gesorgt, oder besser gesagt für glückliche Gesichter bei den einen und für langgezogene Gesichter bei den anderen. Kurve 8 und 9, die Passage ist auch wichtig, da wird das ganze Auto sehr leicht, man darf ihn nicht den Körper richtig berühren, ich lasse ihn immer komplett aus, weil ich kein großer Fan von dem Körper bin, ich berühre ihn immer innen links den, aber rechts, da lasse ich ihn aus und berühre lieber außen und raus beschleunigen, so als Grip noch den anderen Körper. Kurve 10 ist eigentlich nur die Kurve hier, wo die DRS-Zone drinnen ist, hier kann man sich zwar dran sorgen an den Vordermann, aber überholtechnisch ist hier nicht viel drin. Jetzt zu meiner Hasspassage, die Gott sei Dank geändert wurde, 11, 12, 13 und ja, das ist so eine Kurve, da musst du auch gut durchkommen, das ist eine Traktionssache hier und natürlich auch so ein bisschen geschicktes, ja, Handling. Es sieht okay aus hier, aber es ist jetzt nicht meine Favoritenkurve. Kurve 14, einfach nur eine Linkskurve, die es auch in sich hat. Man muss hier nämlich echt früh bremsen, sonst kommt das Auto echt weit über den Körper rechts drüber. So, 15, 16 und 17. Hier kann man sich auch gut an den Vordermann dran arbeiten, würde ich mal sagen. Genau, hier ditch, anditchen. Hier den berührt man gar nicht richtig, weil ja der Scheitelpunkt ganz links, also man fährt ganz links außen an und deswegen berührt man hier in der Kurve 2, also in 16, nicht den Curb. So, beim 17, der Exit wieder wichtig. Hier wurde auch ein paar kleinere Änderungen gemacht in 18 und 19, dass man die voller durchfahren kann. Da hatten wir rechts auch ein paar Ditcher an die Mauer gesehen. Da wird das Heck wirklich echt sehr, sehr instabil, wenn man zu früh aufs Gas geht. Auch Bottas, Kimi hat hier sein Auto zerlegt im freien Training. Bottas ist auch angeditscht. Beim Rausbeschleunigen nehme ich immer viel Schwung mit und dann geht schon in die letzten beiden Kurven. Kurve 20, links waren immer die Track Limits eine Sache, die wurde jetzt auch geändert. Die kann man jetzt Vollgas fahren und 21 waren immer noch Track Limits die Sache, aber ja, ist jetzt okay. Ich war hier schön drin, auch beim Rausbeschleunigen viel Schwung mitgenommen. Das war eine Runde hier in Abu Dhabi. Falls es euch gefallen hat, abonniert gerne den Channel. Wir werden noch jetzt ein bisschen über das gestrige freie Qualifying reden, Blödsinn. Da hat sich Max Verstappen mit ja, den ein oder anderen Windschatten von Perez den Sieg geholt, oder die Pole Position geholt, wird aber mit einem Nachteil starten und das sind die roten Reifen. Er hat sich einen Blind Spot, also einen wie heißt das Wort? Es war ein komisches drittes Qualifying. Bottas nur auf Rang, ich glaube 6. Dritter dann ganz, also Hamilton, also Verstappen erster, Hamilton zweiter. Dann haben wir auf 3 Lando Norris, der echt lang nicht so weit vorne war. Möchte anscheinend die Ehre noch vom McLaren-Team an sich reißen. Und ja, die brauchen auch die Punkte.
Dann haben wir natürlich dahinter noch Sergio Perez auf 4, was noch ganz okay ist, aber halt Valtteri Bottas, glaube ich, ist 5. Das ist halt ein bisschen blöd gelaufen und der könnte schützen, der kann die nötige Schützenhilfe nicht leisten. Ich hoffe nur, dass Norris sich da nicht zu stark in den WM-Fight einmischt. Wie gesagt, Verstappen hat sich einen Bremsplatten geholt in Q2, also in Qualifying 2 und muss jetzt mit Rot starten, wie auch Sergio Perez. Die werden beim Start gut sein, müssen aber früh in die Box. Es wird auf jeden Fall, die Karten sind gelegt für ein mega spannendes Wochenende oder beziehungsweise mega spannendes Rennen. Ich hoffe, ihr seid morgen dabei, unbedingt einschalten. Es wird so verdammt spannend werden. Morgen wird wahrscheinlich auch eine Recap kommen zum Rennen oder spätestens am Dienstag. Ich möchte mal alle Emotionen einsammeln oder halt mal legen lassen. Und dann werden wir am Dienstag oder morgen, je nachdem, wie schnell das Ganze geht, aber wahrscheinlich am Dienstag, werden wir ein bisschen über das Rennen reden. Falls ihr nicht zu lange warten wollt, schaut unbedingt gerne auf TikTok vorbei. Abonniert aber auch gerne hier unseren Channel kostenlos. Es wird dann auch endlich nach der Mega-Season wieder mehr My Team geben. Das habe ich auch geplant. Und auch Comeback von vielleicht der Alberto Ascari-Karriere. Also schaut unbedingt gerne auf TikTok vorbei, auf Instagram. Links sind mal unten in der Bio. Vielen, vielen Dank für den Support in den letzten Monaten. Und wir werden im März wieder durchstarten.